Direct action. Direct action. Direct action. Erfahrungen, Fragen und Zweifel, Tipps und Tricks. Eine Filmreihe aus der Projektwerkstatt. Eine gelungene Aktion ist für mich eine Aktion, bei der ein gutes Medienecho war, bei der die Öffentlichkeitsarbeit gut war, bei der es geschafft wurde, auf die persönlichen Ressourcen der Menschen zu achten. Eine richtig gute Aktion erzeugt massive Wirkung und ist gleichzeitig nicht zentral gesteuert, sondern eine Kooperation sehr unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Aktionsideen. Also schön ist es, wenn Aktionen einen Aha-Effekt haben, dass Menschen einfach irgendwie einen Hinguckerin sehen und aus ihrem Alltag ein bisschen rausgeholt werden. Du machst irgendeine Aktion, es passiert etwas und durch die Aktion, die passiert, werden Menschen in ihren Meinungen polarisiert. Es entsteht Debatte und Menschen können sich nicht mehr mit ist mir egal positionieren. Ich finde bei Aktionen total wichtig, dass die Gruppe stimmt, dass sich alle wohlfühlen und alle empowered werden. Ein sehr gutes Miteinander, eine gute Absprache. Ich finde es immer gut, an unerwarteter Stelle Aktionen zu machen, weil die dann umso effektiver sind, kommt immer natürlich auch das Ziel an. Dass über die Themen der Aktion diskutiert wird und berichtet wird. Ich finde eine Aktion auch manchmal gelungen, wenn sie möglichst großen Schaden anrichtet und darüber vielleicht Unternehmen dazu bewegt, aufzuhören mit dem, was sie so gerade tun. Erfolgreich, macht Spaß, hat einen direkten Einfluss. Also meine bisher schönste Aktion. Ja, dazu fällt mir ein, die Blockadeaktion in Wolfsburg bei VW im Kraftwerk, wo ich mich an Gleisen festgemacht habe. Eine schöne Aktion war die Pipeline-Besetzung der Nord Stream 2 Pipeline in Vorpommern, als sie noch gebaut wurde. Und es war irgendwie spannend, dass Menschen einfach in die Röhre reingekabbelt sind und dann da drinnen waren und das ausgereicht hat, um die ganze Baustelle lahmzulegen. Das war irgendwie ein schöner Überraschungsmoment. Wir sind vor vielen, vielen Jahren mal mit einer Handvoll Leuten in die Lutherstadt Wittenberg gezogen, um dort den damaligen Kult um Martin Luther nationalistisch aufgebläht, religiös überformt, ein bisschen etwas entgegenzusetzen. Und das war fantastisch. Wir hatten eine enorme Vielfalt an Aktionen, die sich aufeinander bezogen, geheime, öffentliche wie Straßentheater. Und das hat die Stadt innerhalb von 4 Tagen in ziemlich viel Aufregung versetzt. Und das sehr viel auch inhaltlich transportiert worden, weil wir hatten das sehr, sehr genau auch inhaltlich vorbereitet. Eine besonders schöne Aktion war zum Beispiel die Vorbereitung einer Waldbesetzung, die Waldbesetzung dann selber. Schön fand ich, dass es da so war, dass erstmal waren ganz viele unterschiedliche Menschen da, die unterschiedlich viel Aktionserfahrung hatten. Und wir haben es aber richtig gut geschafft, dass irgendwie transparent war, was an Arbeit zu tun ist. Und ansonsten auch die mentale Arbeit gut transparent war. Und wir einfach sehr gut auf unsere Ressourcen geachtet haben und ja, das Ganze irgendwie ja, sehr gut funktioniert hat. Besonders schön fand ich auch die Aktionen um VW im Sommer 2019, weil das eine ganz bunte Vielfalt von verschiedenen Aktionsformen waren und verschiedenste Leute da zusammengekommen sind, die sich in Kleingruppen vorbereitet haben und eben alle ihre Aktionen durchgeführt haben. Die einen haben den Zug beklettert, sich vor dem Zug angeklettert, andere haben einen Globus in der Empfangshalle von VW besetzt, andere Leute haben geflyert, in der Innenstadt Kreide gemalt und es war ein buntes Vielerlei an Aktionsformen und die haben alle gut zusammengewirkt und gut zusammengespielt. Besonders schön war eine Aktion
bei Hildesheim über eine Autobahn. Das war eine Autobahnabseilaktion. Und in dem Fall war es so, dass die Polizei sich dazu entschlossen hat, den Verkehr zu stoppen, was dazu geführt hat, dass es sehr ruhig wurde um diese Autobahn. Und im Verlaufe der Aktion kamen dann aus dem Dorf, welches anliegend an der Autobahn war, ziemlich viele Menschen vorbei und haben sich gefreut darüber, dass diese Autobahn gerade keinen Lärm verursacht, und haben uns Wärmflaschen vorbeigebracht, haben uns Getränke vorbeigebracht, auch was zum Essen, und da sind wir in gute Gespräche gekommen. Eine meiner schönsten Aktionen war eigentlich meine erste Aktion. Da ging es um Verkehrswende in Freiburg, und wir wollten, dass eine Straße frei wird von Parkplätzen. Und sind dann nachts losgezogen und haben vorher große Blumenkästen gebaut und die dann mit Lastenanhängern dahin gefahren und dann mitten in der Nacht da aufgestellt. Und es war ganz, ganz aufregend und hat aber alles geklappt und war ein richtig gutes Erlebnis. Wir haben im Sommer eine Kletteraktion mit Rollstühlen gemacht an einer Fassade an einem Bahnhof, um dagegen zu protestieren, dass viele Bahnhöfe nicht zugänglich sind, nicht barrierefrei ausgebaut sind. Deswegen haben wir gesagt, wir bringen den eigenen Aufzug mit und haben so einen Flaschenzug mit Seilen gebaut und uns dann an der Fassade hochgezogen, um damit Banner, Mobilitätswende für alle, Barrierefreiheit-Forderungen aufzustellen. Und so gibt es mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Und das war ich auch eine sehr schöne kreative Aktion. Eine schöne Aktion war eine kleine Aktion, die wir AfD-Watch genannt haben, wo wir in einer Kleinstadt zum Wahlkampf quasi den AfD-Wahlkampf stören wollten, indem wir quasi mit einem Pappfernseher uns dahingesetzt haben und mit Campingstühlen dahinter und die angefeuert haben, als ob wir ein Fußballspiel quasi beobachten wollten, was die natürlich irgendwie massiv gestört hat, bei uns aber sehr viel gute Laune ausgelöst hat. Und das war auch eine coole Aktion, weil wir uns schon vorher so ein bisschen überlegt haben, okay, was passiert wohl, wenn wir da sitzen? Klar, die werden pöbeln, die werden die Polizei rufen, und wir haben uns irgendwie auch schon irgendwie darauf vorbereitet, indem wir alle Persos gesammelt haben am Anfang, damit wir die in einen Block abgeben, damit die Polizei die erstmal zusortieren muss, und haben bereits auf den Boden geschrieben, dass das unser Wohnzimmer ist, um mit der Polizei erstmal zu diskutieren, ob sie einen Durchsuchungsbeschluss haben quasi, obwohl das natürlich an einem öffentlichen Platz war. Genau, und weil wir so schon vorher uns so alles überlegt haben, was so passieren könnte von den Gegenseiten und darauf vorbereitet waren, war das am Ende ein sehr, sehr spaßiges Programm, was wir da durchgezogen haben, und war eine coole Aktion. Besonders schön fand ich die Aktion, wo die Polizei unser Camp entdeckt hat und wir dachten, wir können alles nicht mehr machen, weil sie uns komplett überwacht haben. Und dann sind nachts alle von dem Camp geschlichen und wir haben alles, was wir vorhatten, doch noch gemacht und dann einen Urantransport mit einer Ankettaktion und einer Kletteraktion blockiert. Und die Polizei waren viel mehr als wir, aber vollkommen überfordert. Mir ist bei einer Aktion wichtig, dass die AktivistInnen, die eben in Aktion sind, bestimmen, was sie tun, dass wir selbstbestimmt agieren und uns von keiner Führungsgruppe sagen, tu dies, tu das. Die Aktionen sollen Effekt haben. Dass die Aktion so funktioniert hat, vielleicht, wie man sich das vorgestellt hat. Bei einer Aktion ist mir wichtig, dass wir auch in Kontakt treten mit Menschen direkt und nicht über den Umweg der Medien. Mir ist eine gute Vorbereitung wichtig. Am wichtigsten an Aktionen ist mir, dass dort verschiedenste Aktionsformen intelligent miteinander verknüpft werden, sodass sie sich in ihrer Wirkung verstärken, dass sie einen sehr gediegenen Inhalt rüberbringen und dass sie hängen bleiben bei den Leuten, Diskussionen anzetteln und am Ende dann Veränderungen bewirken. Bei der Aktion ist mir wichtig, dass diese überhaupt erfolgreich ist und klappt. Manchmal können wir nicht immer alles beeinflussen, dann freuen wir uns, wenn es schönes Wetter gibt. Dass man sich in der Aktion stark fühlt, gut fühlt. Dass sich die Gegenseite massiv ärgert. Aktionen sollten jetzt nicht nur gegen die Gesamtscheiße gehen, sondern auch in sich einen empowernden Effekt haben für die Leute, die daran teilnehmen. Mir ist sonst noch wichtig, dass sich bei der Aktion Menschen möglichst gut fühlen und nicht danach hinterher völlig kaputt sind und nie wieder Aktionen machen wollen. Sollte nicht oft vergessen werden, aber gutes Essen spielt manchmal auch eine wichtige Rolle bei einer gelungenen Aktion. Mir ist wichtig, dass es gute und klare Absprachen gibt während, vor und während einer Aktion.
Dann ist mir bei einer Aktion auch wichtig, wenn diese darauf abzielen sollte, dass etwas blockiert wird, dass das auch funktioniert. Dass die Aktion Spaß gemacht hat. Wenn ich hinterher sage, ich mache es nochmal.